Ich will immer noch Obsidian-Werkzeuge haben. Wären unzerstörbar fast. Ja. Der selbst Diamant beißt sich die Zähne davon aus. Ja. Und damit erstmal hier, machen wir erstmal zu. Weil, da muss echt nicht sein. Mhm. Wir wissen ja, wo es hinter weitergeht. So. Hier machen wir auch zu. Oh, dunkel. Oder warte mal. Können wir nicht machen. Wir müssen nämlich da lang, nämlich. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, ey. Oh, es ist ein Loch im Boden. Oh, und hier bauen wir dann das Portal rein. Was ist eigentlich dieser komische Glowing Melon? Weiß ich nicht, was. Was? Leuchtmelone hier, Glowing Melon. Oder Glowing Melon Seed. Erstmal. Oh, wie viel hoch waren das? 3, ne? Insgesamt sind es 5. Unten die Reihe, dann geht's darüber 3 in die Höhe. Und dann nochmal oben die Reihe. 2. So, dass man 2 Jaden, ne? Und dann beim dritten hier hoch, ne? Du musst dann in die Höhe. Hä? Du musst dann in die Höhe. Also noch ein und dann in die Höhe. Ja. Ja. Ja, du musst... Oh, voll falsch, ey. Nein. Natürlich. Du brauchst 2 in die Breite. Ist dir klar, ne? Für den Durchgang. Du musst es jetzt auf dem linken, den du da gesetzt hast, nach oben bauen. Und dafür lohnt sich kein Obsidian. So. Oh, voll falsch. Ne, ist richtig. Ja. Doch. Nein, das ist übertrieben, weil du brauchst unten in der Ecke die Obsidians nicht. Ja, gut, ist egal. Ja, jetzt hast du zu wenig. Wenn du 2 Portale bauen willst, hast du zu wenig. Will ich das? Ja, hattest du gesagt. Hatte ich. Ja. Hast du ein Feuerzeug? Was? Hast du ein Feuerzeug? Nein. Hab ich nicht. Oh lol. Ja, wenn du Ravel hier hast, dann kannst du dir kurz bauen. Brauchst ja nicht mal ein Crafting Table dafür. Ravel und Eisen brauch ich. Ja, aber mit Eisen ist auch nicht hier. Nein. Was hast du eigentlich? Weiß ich nicht. Wir werden das wissen. Guck jetzt über die Halle, weißt du? Oh, böse, böse, böse Falle. Boah. Ja, so ein Schalter ist echt nützlich. Guck mal, der da wieder rein. Gefährlich mit dem. Aber du bist doch bald, wenn wir was essen, ne? Ja. Rotten Flash. Weißt du doch, wir haben noch das Zeug da rumliegen, das es einfach gar nicht mehr gibt. Ja. Der Heimatinsel. Ich weiß. Ich wette, wir sehen uns im Portal. Hä? Ja, genau. Dieselben? Ja, das ist dasselbe. Ja, toll. Das hat sich jetzt gelohnt. Egal. Und ein bisschen im Nether was bauen. Hm. Warum nicht, ne? So. Vor den Kopf, 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 vor den Kopf. Ey, du kriegst immer diesen Nether-Rock vor den Kopf. Pam, 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 pam. Sprung mal runter. Nein. Was hast du hier eigentlich gebaut, ey, ganz ehrlich? Opium? Ach, da hinten ist das andere Portal, wo es dann ans Meer geht. Und da ist das Tor, wo ich dir was vorfüllen wollte, was gleich funktioniert. Hallo? Hallo? Weißt du, die kommen erst auf den Rückweg. Oh, die machen ja richtig derbe Schaden. Ah, ja. Ja, was geht? Na, ich finde das richtig übel. Also eigentlich, na gut, eigentlich sind es 2 Herzen. Aber irgendwie... steht bei Minecraft wirklich und ich glaube, das ist nicht aktuell.
Ich weiß nicht, normalerweise ist ja sowas voll episch, so eine weite Landschaft und so, aber ja, das sieht das einfach nur langweilig aus. Ja. Ja. Das wird so, ne? Ja. Ja, ich back mir den Kakao. Ach, da muss auch mal irgendwann die Harry Potter Teile von Kali durchhören. Was zum Geier baust du da? Ein Haus. Ah ja, ein Haus. In the middle of the street, a house. In the middle of the street, a house. Mehr kann ich wohl dem Lied nicht. Kannst du auch Nether-Geländer bauen oder Nether-Fans? Geht das wie die normalen? Ich denke mal. Weißt du also gar nicht. Ja, wie denn? Ich hab's noch nie gebaut, ich denke mal. War das nicht beim Nether so, dass du hier keine Crafting Table bauen kannst? Hä? Kann man. Kann man? Ja. War das woanders? Ja, im Nether geht kein Wasser, das hatte ich neulich vergessen. Das war nicht so witzig. Oh, weil ich wollte mich löschen und hat das Wasser da hingetan, auf einmal war es weg. Toll. Weil es ist ja unglaublich heiß dann da im Nether. Im Nether. Ich dachte, da steht ein Creeper. Denke ich auch die ganze Zeit schon. Oder ein Enderman, weil es so dunkel ist, das Teil. In the middle of the house, a street. Also wenn du hier... Ist das ja so... Moment. Hier ist das ja so. Platsch. Wenn der. Warte, zeige ich euch gleich mal. Das haben wir nämlich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Wo man es erahnen kann. Hä? Moment. So. Ach, nee, ne? Was? Jetzt sag nicht, du. Nee, das wäre total dumm. Was? Bett. Nein. Gut. Ich sag's mal so. Versucht besser nicht im Nether pennen zu gehen. Es ist keine gute Idee. Das sieht dann ungefähr so aus wie... Bumm. Wie Bumm? Warum Bumm? Weil es Bumm macht. Oh, bin gleich fertig. Dann kann der Onion wieder. Allerdings will ich nur kurz was zeigen. Wow! Bummi! Und zwar, man kann, um das einfach mal ein bisschen heller zu machen. Ja. Und wenn man es aushaben will, einfach was drüber bauen. Brauchst du draufklicken. Den Kampf will ich jetzt noch machen. Du musst ihn gewinnen. Sonst ist es aus. Sollte unser Held diesen Kampf verlieren, wird er auf ewig im Nether feststecken. Da er nicht zielen kann, wird er ihn verlieren. Müsst höher zielen, weil er wegen Drop treffen. Muss aufpassen, so viele Pfeile haben wir auch nicht, ne? Greifen die nicht einen an, Mann? Doch. Mit dem Pfeil, ey. Pfeil weggeworfen. Ja. Ich würde versuchen, die zurückzuschießen. Ganz ehrlich. Ja? Ja. Also. Vorsicht, hinter dir brennt's. Ich weiß.
Oder ganz ehrlich, ich würde mich verpissen, so, weil dann wär's das Gabe gestorben. Ach nee. Dann war ja das Sinn, wo mich da zwei verfolgt hatten, ne? Achtung! Weg für die Armen! Hä, weg für die Armen? Weiß ich nicht, irgendwas einfallen lassen. Alter, springt hier unsere ganze, meine ganze Hütte wieder weg. So, klar. Ja, dann, ne? Ja, ich. Am besten, ich gehe erstmal in das Portal, da das wir sicher sind. Du kannst auch mal Escape drücken. Stimmt. Kappe! Entweder Escape. Da wieder weggehen oder bleiben oder je nachdem. Escape, komisch, das ist das englische Wort für Notausgang. Jetzt wäre mir fast das Herz drunter gerutscht. So, dann wollen wir erstmal das Kabel richtig legen, weil du das wieder voll bei der Tastatur gehängt hast. So. Meine sehr geehrten Damen und